So, dann herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture. Heute haben wir Nicole Malige und Marion Schüler hier, die beide in der Benutzungsabteilung der Zentralbibliothek arbeiten. Und sie erzählen Ihnen heute etwas zur Literatursuche mit Google. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Was haben wir genau mit Ihnen vor? Das erzähle ich Ihnen kurz. Zunächst erzählen wir Ihnen ein bisschen Hintergrundwissen und erklären Ihnen als kleine Einführung den Unterschied zwischen Clear Web und Deep Web. Und dann erzählen wir Ihnen kurz zusammengefasst, wie Google funktioniert und wie Google seine Suchergebnisliste erstellt und damit Ihre Suchergebnisse beeinflusst. Danach geben wir Ihnen einige Tipps und Tricks, wie Sie dann die Suchergebnisse in Google geschickt beeinflussen können, um bessere und für Sie passendere Suchergebnisse zu erhalten. Und dann stellen wir Ihnen ein paar ausgewählte Google-Tools vor, und zwar Google Books, Google Scholar, Google Alerts und Google Trends. So, als erstes erzähle ich Ihnen, worin der Unterschied eben zwischen Clear Web und Deep Web besteht. Und zwar unter Clear Web versteht man den Anteil an Webseiten, der von Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo aufgefunden und indexiert werden kann und daher auch in dem Suchergebnis repräsentiert werden kann. Unter Deep Web versteht man dann den Anteil an Webseiten, der von Suchmaschinen eben nicht aufgefunden und indexiert werden kann und somit eben auch nicht in der Suchergebnisliste erscheinen kann. Das betrifft in der Regel Bibliothekskataloge und Datenbanken, auch E-Mail-Accounts natürlich, also alle Accounts und Webseiten, die hinter einem Account oder einer Paywall versteckt sind oder eben einen speziell lizenzierten Zugang benötigen. Das ist zum Beispiel bei Datenbanken wie Web of Science, die wir zum Beispiel an der TU für unsere Studierenden lizenziert haben. Auf solche Datenbanken kann man nur über unser TU-VPN-Netzwerk mit einer Eingabe des TÜV-Accounts zugreifen. Bibliothekskataloge und Datenbanken haben deshalb auch eine eigene Suchoberfläche, so wie zum Beispiel unser Wissensportal Primo. Das Deep Web ist also nicht mit dem Dark Web zu verwechseln. Im Clear Web und Deep Web ist die IP-Adresse immer sichtbar und die Aufruf einer Webseite führt über die Server auf möglichst direktem Wege zu der betreffenden Webseite. Beim Dark Web greift man mit einem speziellen Browser auf das Internet zu, um genau das zu vermeiden, die Sichtbarkeit und die Rückverfolgbarkeit. So, wie findet Google die Webseiten? Sogenannte Spider oder Crawler, also automatische Programme, durchlaufen permanent das Internet und suchen es von Server zu Server ab. Ganz neue Webseiten oder aktualisierte Webseiten werden erfasst und anhand ihres Quellcodes analysiert. Die Crawler können also nur Text erfassen und bewerten Merkmale wie zum Beispiel die Struktur der Webseiten und die Häufung bestimmter sinntragender Wörter. Die Crawler erstellen dann einen sogenannten Index, also quasi ein Inhaltsverzeichnis über das für sie zugänglichen World Wide Webs. Und Google greift bei einer Suchanfrage immer wieder auf diesen Index zurück, um die Ergebnisliste schnell zu generieren. Erstellt man eine Webseite, muss man diese also für den Crawler lesbar machen, indem man den Zugriff auf die Webseite über einen sogenannten Robots Meta Tag im Seitenquellcode, den fügt man auf die, in den Header in der Webseite ein, und eine separate Robots.txt-Datei. Wie beeinflusst Google die Suchergebnisse? Und wie entsteht das Ranking, die Abfolge also in der Suchergebnisliste? Dazu hört man ja immer wieder von dem berühmt-berüchtigten Google-Algorithmus. Es soll circa 200 Faktoren geben, nach denen Google Webseiten bewertet und in die Reihenfolge der Suchergebnisliste einordnet. Einige sind bekannt, andere betriebsgeheim und es gibt natürlich ständig wieder Änderungen. Ein Standardfaktor ist zum Beispiel, wie schon erwähnt, die Häufung sinntragender Wörter zur Beurteilung, ob und wie genau die Webseite zur Suchanfrage passt. Ein weiterer Faktor ist die Beurteilung vorhandener Verlinkungen auf die Webseite. Hierfür gibt es den sogenannten PageRank. Der wurde entwickelt vom Google-Gründer Larry Page. Der Name Page hat also nichts mit dem englischen Wort Seite zu tun. Und dieser PageRank soll die Qualität der Verlinkung angeben.
Wenn man dann Suchmaschinenoptimierung betreibt, versucht man natürlich, diesen Bedingungen möglichst entgegenzukommen, indem man versucht, Wörter, die Suchende in Google eingeben könnten, zu antizipieren und möglichst oft in die Webseite einzubauen. Dabei gibt es natürlich erlaubte Taktiken. Das sind sogenannte White-Hat-Taktiken, halbwegs erlaubte, das ist dann Grey-Hat. Und unerlaubte Taktiken, die nennt man Black-Hat-Taktiken. Zum Beispiel ist es nicht erlaubt, mit unsichtbarer Schrift Worthäufung künstlich zu erzeugen oder eine extra Datei nur mit Backlinks zu erstellen, um eben auch da die Anzahl der Verlinkungen künstlich zu generieren. Unerlaubte Taktiken werden dann auch wirklich von Google abgestraft. Für eine positive Bewertung ist ganz allgemein ein geordneter Aufbau mit flachen Hierarchien hilfreich, und weil so kann der Crawler selbst halt schnell über die Struktur wandern, und das wird auch dann registriert, dass die Hierarchien flach sind und der Aufbau gut ist. Und natürlich ist für den Menschen als Endnutzer natürlich der eine gute Struktur hilfreich und das Layout natürlich auch für die Lesbarkeit. Genau, das war jetzt natürlich nur eine ganz kurze, grobe Einführung zu einem eigentlich sehr großen Thema. Und nun geht es aber weiter zu den Tipps und Tricks. So können Sie Google beeinflussen und mit unserer kleinen Auswahl an Google-Tools. Und damit gebe ich jetzt nun ab an meine Kollegin Frau Schüler. Ja, Ihre Recherche beginnt natürlich schon mit der Auswahl des Gerätes, an dem Sie recherchieren wollen. Wenn Sie unterwegs sind oder gemütlich auf dem Sofa liegen, dann machen Sie das vielleicht mit Ihrem Smartphone. Und wenn Sie eben wirklich sowieso schon am Schreibtisch sitzen und recherchieren, dann machen Sie es an Ihrem Rechner. So banal wie es klingt, schon allein die Auswahl des Gerätes hat höchstwahrscheinlich Auswirkungen auf Ihre Ergebnisse. Denn Sie kennen es ja selbst, am Smartphone werden Ihnen eher die Seiten angezeigt, die auch wirklich mobil gut dargestellt werden können. Am Rechner eben ist das dann unabhängiger. Zusätzlich sollte man nicht unterschätzen die eigene Bequemlichkeit. Also bei mir ist es zumindest so, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn man am Smartphone nur an diesem kleinen Display guckt und dann ja auch immer runterrollen muss und auch gar nicht so viel erkennt, neigt man vielleicht eher dazu, nur die ersten paar Ergebnisse sich genauer anzusehen und nicht wirklich weiter, länger, ausführlicher zu suchen. Von daher ist alles okay, so wie Sie es machen, aber hinterfragen Sie einfach ab und zu mal Ihr Tun. Und hinterfragen Sie auch gern unseren Vortrag, denn vieles, was wir Ihnen hier zeigen und worauf wir hinweisen, kennen Sie vielleicht sogar schon, manches ist Ihnen aber neu. Nutzen Sie also parallel gern den Chat und geben Ihre Erfahrungen bekannt und teilen die mit den anderen, tauschen sich also gern auch parallel im Chat aus. Gut, wir hören ja auch immer wieder von der eigenen Blase, der man entkommen sollte. Das können Sie natürlich auch beim Recherchieren tun, indem Sie hier zum Beispiel bei Chrome das Inkognito-Fenster aufrufen. Beim Mozilla ist es das private Fenster oder was auch immer, dass Sie eben wirklich da unabhängig von den vorigen Suchen Ergebnisse bekommen. Sie können natürlich auch regelmäßig die Cookies löschen. Das sollte auch immer bedacht werden. Natürlich können Sie auch Adblocker einrichten, um eben Werbung nicht immer angezeigt zu bekommen. Sie könnten VPN einrichten, wenn es denn wie bei uns an der TU auch irgendwann wieder geht, um eventuell auch auf lizenzierte Inhalte zugreifen zu können. Und nicht zuletzt ist es auch entscheidend, ob Sie Ihre Standortinformationen preisgeben oder unterdrücken, denn auch diese haben Einfluss auf die Ergebnisse, dass Sie eventuell nur regionale Informationen bekommen. Also alles möglich, aber machen Sie es bewusst. Ich suche jetzt einfach mal etwas zu Romeo und Julia und tippe das einfach ganz banal ein, bekomme eine Suchergebnisliste und gucke natürlich erstmal, was bekomme ich da an Ergebnissen und sehe unterschiedlichste Formate, Herkunftsseiten und könnte jetzt natürlich überlegen, habe ich das Richtige eingegeben. Bei Romeo und Julia sind die Ergebnisse ziemlich gut. Es kommen auch immer Romeo und Julia wirklich nebeneinander stehen vor. Ansonsten bei anderen Begriffen, wenn ich möchte, dass die wirklich nebeneinander stehen, könnte ich jetzt an der Stelle schon mal Anführungsstriche setzen, würde dann andere Ergebnisse bekommen.
Und ich habe jetzt gerade festgestellt, da sind auch Videos mit dabei und ich möchte die nicht haben. Also ich möchte jetzt YouTube ausschließen und kennzeichne das mit einem Minus. Dementsprechend werden die dann weggelassen. Ich bekomme jetzt immer noch Videos angezeigt, aber die sind aus Mediatheken. Das heißt, wenn ich das jetzt wieder ausschließen wollte, müsste ich das auch wieder noch extra angeben. Ansonsten könnte ich jetzt hier auch angeben, ich möchte, dass die Begriffe im Titel der Seite auftauchen, der Webseite. Und ich hätte gern nur PDFs als Ergebnis. Dann kann ich das auch schon bei meiner Suchanfrage eingeben. Sie sehen, die Suchergebnisse werden immer weniger und ich bekomme auch entsprechend das, was ich angefragt habe. Sie können sich jetzt diese ganzen Suchoperatoren merken oder aufwendig immer zusammensuchen oder Sie nutzen gleich hier über die Einstellungen die erweiterte Suche. Dort können Sie also sehr viel spezifischer Suchanfragen eingeben. Das, was ich zuerst gemacht hatte, einfach nur Romeo und Julia eingetippt, das würde diesem hier entsprechen. Alle diese Wörter sollen im Suchergebnis enthalten sein. Das ist in Bibliothekskatalogen auch bekannt als die Und-Verknüpfung. Also alle Begriffe müssen im Ergebnis auftauchen. Wenn Sie hier 20 Begriffe eingeben und Google dazu aber gar keine Ergebnisse mehr hätte, dann würde Google automatisch ein paar Begriffe weglassen. Das würde dann diesem hier entsprechen, eines dieser Wörter enthalten. In Bibliothekskatalogen oder Datenbanken sprechen wir dann auch von Oder-Verknüpfungen. Das heißt, es kann einer der Begriffe mit dabei sein oder auch mehrere oder alle. Es müssen aber nicht alle enthalten sein. Die Anführungszeichen, die wir um Romeo und Julia gesetzt hatten, entsprechend dem, was man jetzt hierbei mit der genauen Wortgruppe einträgt. Alles das, was hier steht, sollte im Ergebnis zusammenstehen, wie zum Beispiel wir sind Helden oder sowas. Wenn ich etwas ausschließen möchte, ist das hierbei. Sie kennen das vielleicht auch, Sie stellen inhaltliche Anfragen, bekommen aber Antworten von Amazon, von eBay oder so. Das könnte man alles hier eingeben, um diese Aspekte ausschließen zu können. Dann kann ich natürlich eine Sprache wählen. Ich wähle jetzt mal noch Deutsch. Auch eine Region. Ganz interessant natürlich die letzte Aktualisierung. Wenn ich also nicht eine uralte Seite möchte, die ewig keiner mehr angefasst hat, kann ich also auch hier eine Begrenzung eingeben. Ich hatte ja vorher schon gesagt, ich suche im Titel der Seite. Ich kann auch andere Aspekte hier eingeben. Und ich kann auch einen Dateityp auswählen. Ich hatte mich ja für PDF entschieden. Und auch noch ganz interessant sind die Nutzungsrechte, dass ich hier nach Lizenz filtern kann. Gerade wenn ich vielleicht Bilder suche und die unterschiedlich auch noch weiterverarbeiten möchte, wäre das hier also ganz interessant, dieser Aspekt. Ich lasse es jetzt mal einfach ohne Lizenzfilterung und suche noch einmal und bekomme also jetzt schon bald eine sehr übersichtliche Ergebnisliste. Eine Übersicht dieser ganzen Suchoperatoren kann man immer auch googeln. Es gibt verschiedene Zusammenstellungen. Wir haben nachher so ein kleines Handout, das wir Ihnen im Chat zur Verfügung stellen. Da haben wir auch einen Link mit dazu eingetragen. Als nächstes machen Sie sich natürlich Gedanken über die Begriffe an sich, die Sie eingeben. Also wenn ich etwas zum Beispiel zur Balkonszene von Romeo und Julia suche, dann könnte ich jetzt erstmal überlegen, ist Balkon überhaupt der richtige Begriff? Im Prinzip sucht Google auch schon nach Synonymen, aber ich könnte das schon selbst beeinflussen, indem ich vorab schon mal nach Synonymen gucke und gezielt vielleicht welche auswähle für meine Recherchen. Es werden dafür unterschiedliche Lexika und Wörterbücher abgesucht. Entscheiden Sie sich einfach für das, was Sie wirklich am seriösesten halten. Genauso könnten Sie das machen mit Definitionen. Wenn Sie also gar nicht wissen, was ein Balkon ist, können Sie Definition oder auch Define davor schreiben, den englischen Begriff. Dann bekommen Sie auch erstmal eine Erklärung zu dem Begriff und können dann schauen, ob das jetzt was für Ihre Recherche ist. Dazu, Sie haben es bestimmt schon gehört oder wissen es, ist die Reihenfolge der Begriffe entscheidend, die Sie eingeben. Wenn Sie mehrere Begriffe nutzen, spielen Sie ruhig mal mit der Reihenfolge der Begriffe. Und am besten ist es, Sie packen den wichtigsten Begriff vorne an. Dann bleibt noch die Frage, stellen Sie eine komplette Frage als ganze Sachform? Also
Satzform, Entschuldigung. Ich schreibe mal, was sagt Romeo zu Julia auf dem Balkon und packe da noch ein Fragezeichen mit dran. Und dann bekomme ich eben entsprechend eine Ergebnisliste. Im Unterschied dazu könnte ich natürlich auch einfach nur Romeo-Julia-Balkonszene zum Beispiel suchen und würde wieder andere Ergebnisse bekommen. Probieren Sie das auch aus. Tatsächlich sagt Google in der eigenen Suchhilfe, dass man eher ganze Sätze schreiben sollte und sie gerne auch als Frage formulieren sollte. Aber probieren Sie es aus. Immer mit dem Wissen im Hintergrund, das gibt unterschiedliche Ergebnisse. Probieren Sie es aus und schauen, wo Sie die besten Ergebnisse bekommen. Gut, jetzt möchte ich eigentlich den Text lesen. Ich möchte Romeo und Julia lesen und gehe da am besten zu Google Books. Google Books ist eine Zusammenstellung von digitalisierten Büchern, Zeitschriften und Zeitungen, 2004 eingerichtet. Inzwischen sind da fast 40 Millionen Medien drin. Das entstand durch die Zusammenarbeit von Google mit Bibliotheken, deren urheberrechtsfreie Medien eingescannt wurden und eben zur Verfügung gestellt wurden, aber auch mit Verlagen, die eben Printexemplare geliefert haben oder eben auch PDFs zur Verfügung gestellt haben. Urheberrechtsfrei ist ein Text 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Dann kann ich den Text hier auch wirklich komplett lesen und herunterladen. Besteht noch ein Urheberrecht, dann bekomme ich zumindest das Titelblatt und vielleicht das Inhaltsverzeichnis und einige Textausschnitte angezeigt. Teilweise auch nur kleine Textfetzen, teilweise einen großen Teil des Buches. Das gibt wirklich der Urheber jeweils frei, was angezeigt werden soll. Eigentlich muss Google mindestens jede 10. Seite rausnehmen. Bei den digitalisierten Beständen haben wir einen Schwerpunkt auf englischsprachiger Literatur, weil die Digitalisierung mit nordamerikanischen Bibliotheken begonnen hat, ist dann aber international ausgeweitet worden, europaweit. Auch von Deutschland haben Bibliotheken mitgemacht, so zum Beispiel die Bayerische Staatsbibliothek. Der Vorteil jetzt hier bei der Suche ist, dass ich auch eine Volltextsuche machen kann. Denn bei den digitalisierten Texten ist auch eine automatische Texterkennung drüber gelaufen, eine sogenannte OCR-Erkennung, sodass ich also auch den Inhalt absuchen kann. Also wenn ich wieder mal beim Beispiel bin, Romeo und Julia, und ich suche dieses Zitat, das war die Nachtigall und nicht die Lerche, dann kann ich das also hier schon mal eingeben und bekomme jetzt verschiedene Ergebnisse. Ich sehe aber, bei dieser Art der Suche bekomme ich jetzt nicht nur wirklich den Text von Romeo und Julia, sondern auch Sekundärliteratur und verschiedenste andere Ausgaben. Ich sehe jetzt hier schon ein Buch von 2004, bekomme ich nur in der Vorschau. Ein Buch von 1849, was wirklich der Text ist, kann ich komplett lesen und bekomme hier auch schon die Textstellen angezeigt, die meine Suchbegriffe beinhalten. Sehr viel dezidierter kann ich das auch hier wieder über die erweiterte Suche machen, über die Einstellungen. Die sieht jetzt hier bei Google Books ein bisschen anders aus. Ich kann nach dem Begriff, nach dem ich suchen möchte, hier oben gleich, den kann ich hier eintragen. Ansonsten die anderen Variationen kannten wir ja schon. Ich sage jetzt mal, ich möchte nur Vollansichten haben. Ich möchte es wieder auf Deutsch haben. Und ich suche jetzt in dem Titel Romeo und Julia von Shakespeare. Es macht durchaus auch Sinn, die Anzahl der Ergebnisse, die auf einer Seite angezeigt werden, hochzusetzen, damit ich nicht so viel blättern muss. Und wenn ich jetzt suche, bekomme ich also sehr viel spezifischer jetzt die Ergebnisse. Ich bekomme also wirklich jetzt nur die freien Texte von Romeo und Julia und ich bekomme auch schon hier die Ergebnisse angezeigt und erkenne jetzt hierbei schon, dass es durchaus unterschiedliche Übersetzungen gibt. Bei den einen heißt es hier die Lerche nicht, es war die Nachtigall. Bei den anderen heißt es, es war die Nachtigall und nicht die Lerche. Und hier nochmal die Nachtigall und nicht die Lerche war's. Ich kann also mich entscheiden, welchen Text ich ansehen möchte. Und dazu bekomme ich dann erstmal die Textstelle aufgeblättert, auf die sich jetzt meine Suchbegriffe beziehen. Und kann mir dann auch ansehen,
aus welchem Band das wirklich kam und bekomme die bibliografischen Angaben. Ich kann jetzt hier also blättern und auch unterschiedliche Ansichten anzeigen lassen. Und wenn ich den Text zumache, sehe ich also, ich kann es gratis lesen, ich kann mir auch das PDF runterladen. Ich sehe die bibliografischen Angaben, wie sie eben eingegeben wurden. Die Ausführlichkeit der Metadaten ist sehr unterschiedlich. Manchmal steht jetzt hier auch, woher das Buch kommt, von welcher Bibliothek das digitalisiert wurde. Und eine ganz schöne Textanalyse ist dann auch weiter unten, zum Beispiel häufige Begriffe und Phrasen. Das wäre ja mit einem reinen Printexemplar gar nicht möglich. Das macht nun wieder die Digitalisierung möglich. Der Komfort der Textseiten ist jetzt bei Google in der Regel wirklich nur das Blättern und vielleicht das Ansteuern einzelner Seiten, wenn ich weiß, auf welche Seite ich muss. Im Unterschied dazu digitalisieren Bibliotheken ja auch ihre Bestände selbst und bieten das dann aber auf anderen Plattformen an, wo man dann auch besser nach Kapiteln noch suchen kann, sich anders durchblättern kann und natürlich die bibliografischen Angaben komplett sind. Aber so kommen sie ganz gut an die Texte ran. Und dann möchte ich Ihnen noch Google Scholar vorstellen. Scholar ist entstanden, als man irgendwann festgestellt hat, wenn Google immer größer wird, ist es immer schwieriger, wissenschaftliche Texte dort wirklich zu finden. Scholar ist also die Plattform für die wissenschaftlichen Texte. Hier sehen Sie also, die Suchaufbereitung ist schon wieder eine ganz andere. Und ich habe auch andere Filtermöglichkeiten. In der Regel bekomme ich ja den Zugang zum Text, alles blau unterlegt. Wenn ich hier Zitate einschließen sage, bekomme ich aber auch solche Seiten angezeigt, auf die Google gar nicht zugreifen kann, wo es aber weiß, diesen Text gibt es. Jetzt könnte ich also mit diesem Wissen wieder zum Beispiel in Bibliothekskatalogen suchen, ob dort dieser Text vorhanden ist. Sie können über diese Striche hier auch in eine erweiterte Suche gehen. Das kennen Sie inzwischen. Sie können aber auch verschiedene Einstellungen vornehmen. Darunter zum Beispiel sich Bibliothekslinks eintragen. Sie können bis zu 5 Bibliotheken Ihrer Wahl hier eintragen. Und wenn Sie dann über VPN mit der Bibliothek verbunden sind, bekommen Sie die lizenzierten Texte auch hier angezeigt. Und was ich Ihnen wirklich ans Herz legen möchte, ist die Schaltfläche, die Sie als Add-on in Ihrem Browser installieren können. Dann können Sie nämlich, egal wo Sie im Internet suchen, auch schauen, ob der Text im Google Scholar enthalten ist. Hier habe ich zum Beispiel eine freie Datenbank, habe hier einen Textnachweis gefunden, habe aber in dieser Datenbank keinen Zugriff auf den Volltext. Jetzt kann ich hier einfach eine Identnummer oder den Titel markieren, gehe auf diese Schaltfläche hier oben, die ich mir installiert hatte, und bekomme jetzt angezeigt, dass der Text im Google Scholar vorhanden ist und kann dann also wirklich mit einem Klick direkt zu dem Text in Google Scholar springen und mir den dort ansehen oder herunterladen. Eben hier habe ich Zugriff auf das PDF. Das ist also wirklich sehr, sehr praktisch und spart einfach ein paar Klicks und Recherchen. Jetzt schauen wir nochmal, was wir eigentlich in Google Scholar für Suchmöglichkeiten und Anzeigemöglichkeiten noch haben. Wenn ich einen Text gefunden habe, habe ich dazu noch weitere Informationen. Ich kann mir eine Zitierung kopieren oder auch gleich runterladen. Ich finde ähnliche Aufsätze und ganz wichtig, diese Versionen. Denn allein dadurch, dass ein Text hier an Google Scholar angezeigt wird, heißt ja nicht, dass Sie kostenlos auf ihn zugreifen können. Autoren veröffentlichen immer auf verschiedenen Plattformen oder häufig. Sie haben vielleicht ihre private Homepage, sie haben ihre Universität, bei der sie veröffentlichen. Sie veröffentlichen auf Open Access Plattformen oder in ganz anderen Zusammenhängen und manche könnten Geld von ihnen verlangen.
Bevor Sie Ihren Geldbeutel zücken, schauen Sie also bitte in diese Versionsliste und schauen, ob Sie nicht irgendwo auch einen kostenlosen Zugriff auf den Text haben. Und wenn Sie mit dem VPN verbunden sind, dann würde hier hinter diesen Pfeilen auch noch die Möglichkeit sein, in Ihren Katalog zu springen, zum Beispiel in unser Wissensportal Primo. Und Sie könnten dann dort suchen lassen, ob der Text dort vorhanden ist oder nicht. Dann wäre auch eine Verknüpfung zur Web of Science, der großen internationalen Datenbank, möglich. Die beiden, Web of Science und Google Scholar, arbeiten zusammen und verlinken sich gegenseitig. Das heißt, Sie können Scholar immer nutzen, um hier Ihre Suche zu beginnen und erste Anregungen zu bekommen für Literatur, die für Sie interessant sein könnte. Sie können aber auch zu Google Scholar wieder zurückkommen, wenn Sie nämlich in Datenbanken recherchiert haben und dort nicht an die Texte rankommen, aber konkrete Titelhinweise haben, dann lohnt es sich manchmal nochmal in Google Scholar zu suchen, ob der Text eben nicht doch hier drin auch frei verfügbar ist. Also an verschiedenen Stellen der Recherche könnte Google Scholar eben zum Zuge kommen. Ja, soweit von meiner Seite. Dann zeigt Ihnen Frau Malige jetzt noch Google Trends. Das ist Google Trends. Das ist eine Seite, mit der man herausfinden kann, so ein bisschen spielerisch allerdings, welche Schlagworte in welcher Zeitperiode an welchen Orten besonders häufig in Google eingegeben wurden. Also wann, wo, welche Themen gerade besonders aktuell waren. Hier unten sind schon mal so ein paar Angaben. Was ganz nett ist, so der Jahres, da gibt es einen Jahresrückblick, immer so jedes Jahr so eine kleine Zusammenfassung, was gerade so die Spitzenreiter waren, natürlich Corona im Augenblick oder die USA-Wahl. So manches ist natürlich auch ein bisschen Entertainment, aber auch ganz inspirierend. Wenn Sie zum Beispiel nämlich eine Hausarbeit oder Abschlussarbeit schreiben möchten und ein sehr aktuelles Thema vielleicht suchen und sich noch nicht so klar sind, was sie machen möchten, dann wäre das vielleicht eine Plattform, wo man halt einfach spielerisch so ein bisschen sich inspirieren lassen kann. Deswegen zeigen wir Ihnen das kurz. Hier kann man nämlich zum Beispiel einen Suchbegriff eingeben. Nehme ich jetzt mal ganz aktuell Impfen. Und hier kann man natürlich auch den Ort einstellen, also verschiedene Länder. Zeitperioden von wenigen, ja, der letzten Stunde oder sogar Jahre. Dann hier kann man auch nochmal sogar umschalten, dass der nur analysiert, ob das in Google in YouTube eingegeben wurde und ein paar andere Google-Plattformen, also wie News. Und hier ist dann, zeigt er einem halt einmal sozusagen eine Kurve, also hier ist der Spitzenreiter sozusagen im Augenblick, weil ja Impfen gerade also immer mehr Leute sich impfen lassen dürfen. Das wird angegeben übrigens von einer Skala von 0 bis 100. Das ist allerdings ein Verhältniswert. Also das sind keine konkreten Angaben, sondern 100 ist eigentlich so, an welchem Standort anteilig die Gesamtzahl an Suchfragen den höchsten Beliebtheitsgrad hatte. Hier ist zum Beispiel auch nochmal aufgeteilt nach Bundesländern. Oder auch verwandte Themen oder ähnliche Suchanfragen. Was wurde noch so eingegeben? Und natürlich kann man auch vergleichen. Also ich kann auch nochmal AstraZeneca eingeben. Und dann theoretisch noch mehr Begriffe zum Vergleich. Und hier kann man sich halt dann auch nochmal so sozusagen den Vergleich angucken, wann da so die Spitzenwerte waren und in welchen Bundesländern. Zum Beispiel, ja, das ist aber wie gesagt so ein bisschen spielerisch mit keine konkreten Zahlen. Also wenn Sie wirklich Interesse eher an Statistiken haben und die auch zitieren möchten, dann wäre eher eine Datenbank wie Statista empfehlenswert. Das ist eben nur zum Einstieg, Sucheinstieg zur Inspiration. So, dann wären wir eigentlich fertig mit unserem Vortrag und ja. Haben Sie Fragen an uns? Es sind, glaube ich, im Chat ein paar gekommen. Genau, im Chat haben wir tatsächlich ein paar Fragen schon. Die erste wäre,
Warum finde ich denn aus manchen Datenbanken wie Springer Link Ergebnisse bei Google und Google Scholar, aber aus anderen Datenbanken nicht? Gute Frage. Das liegt natürlich an den lizenzierten Zugängen und auch inwieweit Verlage zum Beispiel in Google vertreten sind. Also Springer Link will ja auch seine Texte verkaufen. Das heißt, da finde ich natürlich über Google auch die Texte, auch wenn Bibliotheken die lizenziert haben, aber sie können sie ja da auch kaufen. Wohingegen andere Datenbanken fungieren ja nicht selbst als Verlag, sondern eben als Zusammenstellung. Und die sind dann eben tatsächlich nicht über Google absuchbar, weil das ja schon kostenpflichtige Inhalte sind, also schon allein die Zusammenstellung aus der Datenbank heraus. Denn was ich nicht gesagt habe, in Google Scholar können Sie ja in dem Sinne keine vorab wissenschaftliche Auswahl finden, sondern es ist wirklich eine Zusammenstellung der Texte, auf die Google Zugriff hat. Und Google hat eben einfach nicht auf alles Zugriff. Genau. Und dann gab es noch eine weitere Frage. Und zwar, ich glaube, das bezog sich auf Google Scholar. Wie heißt das Add-on genau? Das heißt Schaltfläche. Das können Sie einfach auch googeln nach Scholar Schaltfläche. Okay. Weitere Frage, oder das sind gleich mehrere. Was genau bietet mir Web of Science bzw. Web of Knowledge? Wenn ich einen Account erstelle, kann ich darauf verzichten oder gibt es Funktionalitäten, die mir bei Scholar trotz beidseitiger Cross-Reference nicht bietet? Naja, was Ihnen Scholar nicht bietet, ist wirklich eine richtig strukturierte Recherche. Die Datenbanken bieten Ihnen ja richtig gute Filtermöglichkeiten, verschiedene Facetten, die Sie einstellen können. Die haben Schlagworte mit dabei. Das alles fehlt an Google Scholar. Sie haben wirklich die reine Volltextsuche. Das ist ja immerhin schon mal was. Aber Sie haben wirklich keine Verschlagwortung und nur diese Filter nach Jahr und so ein paar andere Einstellungen, aber nichts anderes. Also von daher wirklich so eine strukturierte Recherche ist in Scholar nicht möglich. Genau, noch eine Frage dazu. Kann ich das auch ohne Account nutzen? Scholar können Sie ohne Account nutzen. Ich habe das vorher vergessen. Sie brauchen den Account nur, wenn Sie zum Beispiel einen Alert erstellen wollen. Wenn Sie also auf dem Laufenden bleiben wollen zu einer Suchanfrage und die nicht täglich neu einstellen wollen, sondern die neuen Ergebnisse zu dieser Suchanfrage dann per E-Mail zugeschickt bekommen wollen, dann können Sie einen sogenannten Alert erstellen und dafür brauchen Sie ein Konto, sonst nicht. Gut, vielen Dank. Dann noch eine Frage zu Google Scholar. Wie wird die Vorauswahl bei Google Scholar gemacht? Woran werden wissenschaftliche Texte erkannt und ob das gut funktioniert, ist die Frage. Ja, da habe ich jetzt versucht, schon vorab ein bisschen zu recherchieren, weil ich beim ersten Sehen der Frage auch nicht so richtig wusste, was. Ich bin noch nicht so richtig zum Ergebnis gekommen. Also Scholar hat eben sehr viel Zeitschriftenaufsätze mit bei, eben Verlagsveröffentlichungen und Texte aus Open Access Plattformen. Also ich denke, die werden da bestimmte Plattformen eben absuchen und anbieten. Aber wie genau das funktioniert, da muss ich leider passen. Sie werden ja, ob das jetzt gut funktioniert oder nicht, kann man sowieso nicht sagen, weil man nie den Vergleich hat. Also erstmal hat Scholar ja nicht auf alles Zugriff, was es gibt. Und nicht mal auf alles, was es wirklich digital gibt. Und dann kann ich das nicht nebeneinander legen. Also ich kann nicht sehen, was hätte ich über das große Google bekommen, was ich in Google Scholar nicht bekomme, weil ich im großen Google an die Texte eh nicht rankomme. Also von daher, da muss ich jetzt leider passen. Ja, dann noch eine Frage. Ob die TU ein Institutional oder Regional Affiliation Sign-In hat für Web of Science. Er sagt, oh, jetzt kommt schon die zweite Nachricht, er hätte es schon gefunden. Bei DFN muss man wohl erst auswählen und dann. Ja, genau. Genau, das ist ja gerade jetzt auch interessant, wo das VPN nicht funktioniert. Genau. Ja, und dann wünschen wir noch einen schönen Tag und vielen Dank für Ihr Interesse.